ağır eleştiriler yapılıyor. Kendisi de istifaya davet ediliyor. Bu konu hakkında ne düşünür kendisi? Teşekkürler. Im Social Media wird das Spiel stark kritisiert, sowohl das Ergebnis als auch die Spielart. Und es sind viele Stimmen, die das Niederlassen des Amtes fordern. Wie sehen Sie das Spiel grundsätzlich? Was wird kritisiert? Neye eleştiriyorlar? Das Spiel, was gespielt wurde. Also, ich sage jetzt mal die 8 oder 10 oder 12 Chancen, die wir rausgespielt haben, aber nicht verwertet haben. Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik, onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela? Ermenistan gibi bir takımı kendi evinde taraftarlar farklı bir şekilde kazanmak istiyordu. Çünkü liderlik planları yapıyordu. Ama oynanan futbol maalesef beraberliği son dakikalarda kurtardık. Die Erwartung war natürlich, dass wir zu Hause gegen Armenien einen klareren Sieg einfahren und dementsprechend auch den ersten Platz weiterhin behalten. Wir haben aber das Unentschieden gerade eben noch zum Ende sichern können und das war halt das Thema, was kritisiert wurde. Okay, also ich sage, unser Spielplan ist sehr gut aufgegangen in der ersten Halbzeit. Wir haben uns sehr viele Chancen herausgearbeitet. Das einzige Manko, was in der ersten Halbzeit war, wir haben kein Tor erzielt. Öncelikle ilk devrede oynamak istediğimiz oyunu aslında sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü birçok pozisyona girdik. İlk devrede kesinlikle eleştirebileceğim konu o pozisyonları gol yapamamamız. Trotzdem haben wir in der Halbzeit darüber gesprochen, dass wir teilweise zu langsam gespielt haben, nicht schnell genug geschaltet haben. Das hat alles noch ein bisschen zu lange gedauert und ein bisschen unkonzentriert waren, weil wir dann auch zu viele Fehlpässe oder Ballverluste hatten. Aynı zamanda yarı devrede tabii ki daha hızlı oynayabileceğimizi, geçişleri daha iyi yapabileceğimizi ve birçok top kaybı yaptık, onları yapmamamız gerektiğini söyledik ve üzerinde durduk. Dann haben wir 10 Minuten, die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit haben wir unkonzentriert, haben es ein bisschen verschlafen, haben dann 3 oder 4 Fehler hintereinander gemacht vor dem 0-1 und mussten dann auch noch das Gegentor halt hinnehmen. İkinci devreye başladığımızda biraz konsantrasyonumuz düştü. Aynı zamanda uyanıklılık konusunda da biraz zafiyet yaşadık. Böylelikle birçok hata yaptık. Golü yemeden önce de yaptık ve golü yediğimizde de zaten hataları görmüş oldunuz. Was ich keinem Spieler vorwerfen kann, sie sind alle, haben alle stark gekämpft, haben gerannt und haben dann auch versucht, noch den Ausgleich oder den Sieg zu erzielen. Ama aynı zamanda oyuncular elinden gelen her şeyi yaptı, kesinlikle o oyunu çevirmek için. Onun için onları bu konuda eleştiremem. Ich finde, dass die Einwechslungen nochmal Schwung ins Spiel gebracht haben und das nochmal ein bisschen eine Idee besser gemacht haben. Oyuncu değişikliklerinin de aslında oyuna pozitif yansıdığını ve böylelikle oyunu biraz daha canlandırdığını düşünüyorum. Und dann aus meiner Sicht völlig verdient und nicht glücklich, sondern völlig verdient haben wir den Ausgleich erzielt. O yüzden de şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberliği o an elde ettiğimizi düşünüyorum. Wir sind total unzufrieden, weil wir heute natürlich auch gerne diesen Schritt gemacht hätten mit 3 Punkten. Elbette memnun değiliz. Biz de üzgünüz bugün o adımı atamadığımızdan dolayı, 3 puanı alamadığımız için. Wir werden es auch dementsprechend hart und offen analysieren. Aynı zamanda bunun açık ve net bir şekilde analizini ve öz eleştirisini yapacağız. Und dann werden wir im Oktober in Kroatien und zu Hause gegen Lettland daran arbeiten, dass wir uns für die EM qualifizieren. Ve Ekim ayındaki maçlarda hem Hırvatistan'da hem de Letonya'da işi bitirmeye çalışacağız.